Grüße dich, das ist wieder Uwe Breuer mit Intergalactic News. Es gibt große News, es gibt bahnbrechende News, wie man so schön sagt. Und es gibt News oder Informationen von den höheren Dimensionen, dass jetzt wirklich diese dritte Erdenebene, in der wir uns bewegen, auch mit in die Transformation schnell geht. Also das bedeutet, wir haben auch viele Engelskräfte in den verschiedensten Dimensionen, bis in die höchsten hinein, bis in diese Ebene, die ich immer als Metatron-Ebene bezeichne, also diese höchste Ebene, aus der auch dieses ganze Bewusstsein hier, diese Informationswelt hier auch bis auf die Erde durchdringt und unsere Erde erst dadurch auch, ich sag mal, funktionieren kann. Und diese ganzen Dimensionen wirken nun zusammen auch über die, die wir kennen, über die Engelsdimension, sechste, siebte, achte Dimension, in der die Erzengel sich befinden, Herzengel auch genannt. Und das geht dann ja auch weiter bis zu den, die wir außerirdische Geschwister nennen. Das sind so diese, die wir kennen, die Plejadier-Geschwister, die syrianischen Geschwister und so weiter. Ganz viele von denen wirken jetzt alle zusammen mit, auch dann noch wiederum das, was ihr kennt als Ashtasharan, die Kommando oder auch diese Vereinigung der lichtvollen Planeten, die wirken da auch alle mit und es ist so ein göttliches Gesamtgebilde, so eine göttliche Liebeslichtsinfonie, die sich da jetzt immer mehr auf die Erde herniedersenkt, weil diese Erde ja auch der Ort im Multiversum ist, der eine bestimmte, ganz bestimmte Aufgabe hatte und diese auch erfüllt hat im Hier und Jetzt. Und das läuft ja jetzt bereits. Das ist ja dieser Umkehrpunkt. Hier war so die größte Verdichtung, hier war so der größte Schmerz, die größte auch ja, Bewusstseinseinengung, das größte Vergessen, woher du kommst, wohin du gehen möchtest, was mache ich im Hier und Jetzt denn überhaupt. Hier ist alles sehr, sehr auf die Spitze in das Innerste getrieben worden, sozusagen, um einen Umkehrpunkt zu haben, wie bei einem Wasserablauf in der Badewanne, wenn du dir den Korken ziehst und der wirbelt rum, wird unten immer enger, immer enger, immer enger und dann kommt unten ein Punkt, da geht es nicht mehr enger. Und das ist dieser Umschaltpunkt und deswegen, wir waren auf der Erde an diesem ganz engsten Punkt, Nullpunkt auch genannt und das ist das, was sie mir als Dimensionenwanderer immer gezeigt haben. Dort ist der Umkehrpunkt in diese neue Welt und diese neue Schöpfung. Und es hat mit vielen, vielen zu tun, mit vielem, was da jetzt sich so verdichtet hatte. Und es kommt aus diesem Torus, Doppeltorus-System heraus, aus dem unser ganzes Multiversum besteht. Und dort gab es diesen innersten Punkt und das hat die Erde energetisch nun erreicht gehabt und hat auch in diesem Multiversum einen bestimmten Platz gehabt. Im Multiversum war nämlich die Erde mit unserem Universum in der Nähe dieses Nullpunktes und konnte deswegen auch diese größere Verdichtung herstellen. Und das bedeutet in Kontakt gehen mit dem göttlichen innersten Raum, weil Null ist ja auch dann wieder dieses eine Null und Eins, dieses es ist alles in diesem Null, es ist alles drin. Es ist dieser Ur-Ur-Resonanzpunkt. Und dort ist jetzt dieses passiert vor zweieinhalb Jahren. Und jetzt sind wir langsam so weit, dass dies, was von der Erde erst wieder wegging, nun wieder zurückkommt auf die Erde hier und dann als ja, Lichtsäulen, als Lichtenergie, als Lichteinstrahlung, aber auch in Wellenform immer wieder jetzt auf die Erde trifft.
diese Lichtsäulen entstehen ja daraus, dass diese Lichtwellen von der urinnersten Lichtsonne des Göttlichen zu uns kommen, wieder zurückkommen, auch über die ganzen Dimensionen, sind dann in der obersten Atmosphäre, die Aura der Erde, dann in dieser Vibration, lagern sich da, bilden ein bestimmtes Potenzial und ab einem bestimmten Potenzial gehen sie dann wie die Blitze sozusagen, suchen sich den Weg und der Weg ist immer über einen Erdakupunkturpunkt und in diesen Moment, da bin ich in diesen Erdakupunkturpunkt, geht dann diese Energie hinein und findet dort zu einem Erdmeridian, wo diese Liebeslichtenergie dann mit dem Erdfeld, mit dem Erdbewusstsein Gaia in Resonanz gehen kann, verteilt diese in diesem Licht eingelagerten Lichtcodes, Lichtfrequenzen und ja, dieses Lichtbewusstsein der höheren Dimensionen, dieses Potenzialbewusstsein dann in die gesamte Erdbewusstheit. Und das bedeutet, es wird immer so ein bisschen unruhiger hier auf der Erde. Ne? Es kommen immer mehr Dinge auch raus. Nicht nur in dir natürlich, aber auch im gesamten Feld. Dieses Ganze, was du jetzt siehst, das fing ja schon an ganz stark vor 2,5 Jahren. Du weißt, was ich meine. Wurde dann auch immer noch wieder transformiert. Jetzt sind wieder andere Dinge. Die Taschenlampe der Medien wird wieder auf andere, ich sag mal, Orte gelenkt, sodass wieder alle nur auf diesen Ort schauen oder alle nur auf das Szenario und alle nur auf dieses Szenario. Aber du weißt, wovon ich spreche. Es sind ja immer die gelenkten Dinge, die dann da bei den Menschen bestimmte Wirkung erzeugen sollen. Aber auch das funktioniert nicht mehr bei den Menschen, die im Herzen fühlen, spüren, wach sind, was hier wirklich läuft. Und das bedeutet, es kommt jetzt immer mehr dieses auch, dass diese höherdimensionalen Engelskräfte, Mächte nun immer stärker einwirken dürfen auch auf die Feinstofflichkeit der Erde. Und diese Feinstofflichkeit bedeutet, dass dort auch jetzt immer mehr an diesen Orten diese Lichtliebestempel entstehen, dieses neue Potenzial, jetzt wie gesagt im Moment noch im Feinstofflichen und du aber auch schon damit natürlich in Resonanz gehst, weil du spürst, ja, da ist irgendwas, das spüre ich, ne? Und das geht dann über dein Bewusstseinsfeld, hast du dieses Jahr in der Resonanz mit dir schon, weil du das kennst. Du bringst es mit aus den höheren Dimensionen, aus denen du kommst, und du bringst es mit als Erfahrungswerte auch von den vielen außerirdischen Inkarnationen, die du schon hinter dir hast. Also das bedeutet in den feinstofflicheren Welten meistens Sirius, Plejadischer Raum, Arcturianischer Raum und so weiter. Du kennst das Ganze ja. Und dort gibt es ja auch diese Lichtliebestempel, die mit diesen noch höheren Dimensionen immer in Resonanz und in Kontakt stehen und dadurch immer diesen Hin- und Her-Ausgleich und auch natürlich neue Informationen auch bekommen. Aber auch nie vergessen, die sogenannten höheren Dimensionen kriegen auch von uns hier immer von dieser dritten, vierten, fünften Dimension ganz, ganz wichtige Inputs. Und auch hier ist ja dann nur hier unten ist in Anführungsstrichen und durch diese Verdichtung dieser unterste Punkt war da möglich, diese Potenzierung. So, und das ist das, was du jetzt spürst. Und wie gesagt, diese Energien gehen jetzt immer tiefer in die Erde rein und auch die Engelskräfte wirken mit diesen feinstofflichen, auch Ashta Sheran kennst du vielleicht und andere noch, die da mitwirken. Aber Ashta Sheran hat das Überkommando über das Gesamt, über diese ganze Dinge, die da stattfinden innerhalb und um die Erde herum, aber auch im größeren Abstand im intergalaktischen Raum. Und da wirken alle zusammen jetzt zusammen für diese neue Welt, für diese neue Schöpfung, die da auch entsteht. Das ist etwas Einmaliges. Und ich freue mich, euch sagen zu können, dass das jetzt auch immer mehr und sehr schnell auf der Erde mitklingt, mitschwingt. Und dort ist jetzt auch
hier auf unserer Erde dieser Punkt erreicht, wo wir dann jetzt mit diesen ganzen Bewusstseinsmöglichkeiten die neue Welt erschaffen im Hier und Jetzt. Das ist jetzt so richtig das Thema, das ist dein Thema, deine Berufung leben, deine, das, was du mitgebracht hast im innersten Herz, was du gespürt hast schon seit Ewigkeiten, als nicht nur in diesem Leben, in allen Leben, das geht so durch wie so ein hell liebe Lichtfaden, nicht nur rot, sondern so ein brillierender, kristalliner liebe Lichtfaden. Das geht so, wie gesagt, durch und du bist jetzt auch wieder an dieser Stelle, wo du einfach spürst, dafür bin ich gekommen, das will ich, möchte mitwirken an dieser neuen Welt, an dieser neuen Erde, diese neue Schöpfung, die da entsteht, nicht nur hier auf der Erde, im ganzen Multiversum. Ich möchte da unbedingt mitwirken. Das ist das, was ich so liebe. Das ist das, was ich spüre. Das ist das, wo mein Herz einfach komplett Hurra schreit und aufgeht. Und da gehen wir jetzt auch in diese Klarheit rein, wie du das machen kannst, wie du auch auf der Erde da mitwirken kannst, wie du innerhalb auch deines Raumes, wo du lebst, auch in deinem Bewusstseinsraum natürlich, in deinem Bewusstsein, aber auch um dich herum, diese neue Schöpfung mit entstehen lassen kannst. Und das kannst du im ganz Kleinen und auch im ganz Großen, weil du bist weder klein noch groß, sondern du bist. Du bist. Du bist göttliches, pures Bewusstsein. Mit einem unendlichen göttlichen Potenzial. Und das darf dir jetzt auch wieder mal bewusst werden und das darfst du jetzt auch mal wieder leben und das darfst du nicht nur, sondern von deinem höchsten Selbst und deinem göttlichen Selbst her aus, kommt jetzt immer mehr, was ich so höre in vielen Beratungsgesprächen, lebe das jetzt, mache es einfach, gehe diesen mutigen Weg, mache die praktischen Schritte, werde sichtbar, gehe in deine Kraft, in deine göttliche Wahrhaftigkeit, strahle auf, traue dich wieder, denn jetzt ist die Zeit, wofür du seit Ewigkeiten unterwegs bist. Genau. Und zu diesem Thema auch möchte ich dir sagen, wird es in der Zukunft noch viele, viele Durchgaben geben. Wir werden da zusammen weitergehen und das wird eine interessante, das wird einfach die Zeit überhaupt von allem, was du je gedacht, erträumt hast. Jetzt sind wir nur hauchzart, nur noch davon, nicht mal getrennt, das ist eine Membran. Und eine Membran ist, da kommt schon vieles durch, aber nicht das Negative, sondern jetzt kommt das göttlich Gute durch. Und es ist wie diese Zellmembran. Eine Zellmembran lässt das durch, was die Zelle nährt und schützt. Also sie schützt die Zelle und lässt das durch, was die Zelle nährt und lebendig macht. Und das, was nicht so gut ist, lässt sie außen vor. Das heißt, du bist auch in deiner Aura immer mehr geschützt vom Göttlichen, wenn du sagst, ja, ich gehe mit in dieses Neue. Ich will unbedingt mitgehen und ich werde jetzt schon tätig, größter Liebe Licht, allerhöchster Liebe Licht Gott. Ich bin jetzt da als Kanal. Wirke durch mich. Und das ist jetzt das, was du in dir so aufstrahlen, aufblühend spürst in deinem innersten Herz. So, das ist das, was dich jetzt so in Unruhe versetzt. Dieses, ich will jetzt mitwirken, aber wie soll ich das machen? Wie, sag mir wie, das ist diese Unruhe. Ich möchte aber wie. Zusätzlich kommen diese alten Sachen jetzt noch raus, damit das neue Platz hat. Lass dich davon nicht irritieren. Das ist jetzt genau das Richtige, was passiert. Es ist alles in göttlicher Ordnung. Muss so sein, weil das Göttliche ist ja immer die Allmacht. Und darauf kannst du dich stützen. Dem kannst du trauen. Dort kannst du mitgehen. Und das ist deine auch Sicherheit. Je mehr du deinen Lebensplan jetzt dich dafür öffnest, je mehr du sagst, Gott wirke durch mich, ich gehe mit, je mehr sicher fühlst du dich auch,
weil du dann einfach in deinem jetzigen, besten, schönsten Energiefluss bist. Genau. Und das ist auch diese göttliche Fülle, die dann immer mehr bei dir ist, immer mehr, die ziehst du immer mehr an, dieses göttliche Liebelicht, Füllhorn von unglaublich vielen Schätzen, dieses reichhaltige, deswegen sagt man auch das göttliche Reich, darf reichhaltig jetzt auf die Erde kommen, wird kommen, unaufhaltsam, und diese neue Welt, diese neue Zivilisation ist da. Sie ist im Feinstofflichen schon da und sie kristallisiert jetzt nur noch aus in dieses, was du als dritte Dimension kennst und nennst. Das, was du deinen Alltagsraum nennst. Genau. Um dich da auch zu unterstützen oder dir eine Hilfestellung anbieten zu können, hat mir die geistige Welt ja auch die integrale Mediation gegeben. Es ist dieser Weg, den du machen kannst in den höheren Dimensionen mit deinem göttlichen höchsten Selbst zusammen. Und das kennt dich natürlich am besten. Das weiß über alle Leben, die du gelebt hast, alles. Es weiß über deine Ahnen alles. Deine Ahnenketten, die mit dir in Resonanz stehen, jetzt noch in der Ewigkeit, also auch in der sogenannten Vergangenheit, auch in der sogenannten Zukunft. Und dieses unglaubliche Potenzial, was du da hast an Weisheit, an wahrhaftig Erlebten, das kann man dir nicht nehmen. Das ist das, was du wirklich in dir hast, dieses Unterscheidungsvermögen, was ist wirklich wichtig und gut und was führt in irgendwas rein, was man auch nicht so gut, was man nicht so das Gute nennt oder das Negative oder das Verdunkelnde. Du kannst unterscheiden, du bist diese Weisheit des Göttlichen aus der Erfahrung heraus und das ist dein Schatz, den du jetzt auch in dir trägst. Deswegen erlaube diese Weisheit in dir, dass dieses, ich erkenne das, ich habe alles durchgespielt, es war gut, es ist richtig, dass ich das jetzt erkenne, wie ich wirklich bin, wer ich wirklich bin und was ich auch wirklich möchte. Und das, was ich wirklich möchte, ist diese Liebeslichtsäule, die du bist. Verbunden mit Gaia, verbunden mit dem himmlischen Energiefeld, wie hinter mir. So, und du bist dann auch das, was das Göttliche durch dich durchwirken lassen kann, aber nicht als hohles Rohr, sondern als individuelles Göttliches, weil du bist dieses Göttliche in einer individuellen Form. Und so hast du alles in dir und wir gehen jetzt weiter, sehr schnell, sagen sie mir, und sehr, sehr licht und kraftvoll und gleichzeitig in dieser inneren Ruhe, in diesem, es ist einfach da. Ne? Dieses, so, Yin und Yang, deswegen schwanke ich hier ein bisschen rum, alles fließt, Pantarei, und es ist da. So. Wie gesagt, auch zu diesem Thema habe ich schon einige Online-Seminare aufgenommen, die kannst du gerne dir jetzt noch bis zum 1. August anschauen, kannst die erwerben. Ich habe da unten den Link und es ist etwas, wo dir auch gezeigt wird, woher du kommst, wohin du gehst, was jetzt gerade hier auf der Erde läuft und vor allen Dingen, du kannst durch diese integrale Mediation auch vieles selbst erfahren, wahrnehmen, spüren und auch dich angleichen, was ganz wichtig ist, an diese neue Bewusstseinsfrequenz, weil du das ja auch dann erlaubst und weil die geistige Liebeslichtwelt dann an dir tätig werden kann. Du gehst dann mit in diese höheren Dimensionen und wirst dort mit diesen neuen Informationen, Lichtcodes, in Resonanz gebracht. Ich wünsche dir eine wundervolle Zeit, eine Zeit voller Wunder. Euer Uwe Breuer.